Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. So, wir waren glaube ich hier stehen geblieben, hatten hier das Ding noch ausgeräumt. Hatte ich den Hirnpilz eigentlich mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Achso. Mann, hab ich mich erschreckt, ey. Junge, 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 Junge. Drecksviech. So, ich sollte aber glaube ich mal so ein paar, so ein bisschen Zeug einwerfen, damit meine, Gesundheit wieder ein bisschen besser wird. Ja, right away. Und dann mal zu essen. So. Das sollte reichen. Oh, Moment. Hehe. Hatte ich doch was im Hals. So, ich muss nach Süden, weil da habe ich noch was gesehen. Da, wie man sehen kann, da unten. Da ist noch was. Da gehen wir dann erstmal hin. Na gut, springen wir hier drüber her. Und dann laufen wir in die Richtung. Und dann müssten wir eigentlich soweit alles schon mal hier so abgesucht haben. Ja, gibt es denn da auch irgendwie einen Eingang oder so? Ach so. Wächterplatz. Ach du Scheiße. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles drin ist. Oh. Bitte mal. Du Scheiße. Ein Atombömmchen. Wächterplatz Prescott. Gehen wir da noch mal rein. Ach du Scheiße, auch noch so eine dicke Stahltür, ey. Hallo. Muss ich da Licht anlassen? Nö. Können wir mal ausmachen. Was haben wir hier? Ein Fahrstuhl, der es nicht mehr tut wahrscheinlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Das habe ich mir schon gedacht. Rennt denn hier nichts mehr rum? Nichts mehr zum Abschießen? Ist ja langweilig. Hier wurde aber rumgeballert, oder? Wenn ich das da unten so sehe, das ist kaputt. Oh, hier ist noch eine Kistchen. Mit ein bisschen Schrott. Und die Dinge außer Betrieb hier. Sieht so aus. Und wie komme ich da drüber her? Muss die andere Richtung nehmen. So, wir müssen nochmal zurück. Wir sind ja falsch runtergegangen. Muss die andere Richtung nehmen. Gehe ich zumindest mal von aus. So, hier, Tür. Push the button. Hier noch irgendwas? Hier ist nichts. Tischventilator nehmen wir direkt mit. Ein Computer. Na, der tut's aber nicht mehr. Kann man vielleicht auch irgendwie den Alarm aus? Geh doch mal aus dem Weg, du Blechhaufen. Irgendwie den Alarm ausschalten. Der nervt nämlich. Oh, hier. Ein Heftchen. Unglaublich überwältigende Geschichten, 13 von 14. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden.
Du erhältst plus 5 Strahlungsresistenz. Ja, nehme ich doch. Auch wieder ein sehr schönes Cover. Und hier liegt noch ein Tape rum. Lass mal eben ablaufen. Dieses Holoband kann nur in Sprengtürkontrollterminals des Wächterplatz Prescott verwendet werden. Ah, super. Das auch noch. Jetzt muss ich das auch noch irgendwie benutzen. Ich dachte, jetzt kommt mal irgendwie was zum Lesen oder so, oder zum Anhören. Hier. Sprengtür öffnen. Moment. Sprengtür öffnen. Muss ich ein Holoband da reinpacken? Aha, Protektor, Überbrückungsprogramm. So. Verbündet. Aha. Band abspielen. Oh. Naja. Dann nicht. Aber ich hatte doch noch ein anderes Holoband. Das ist eine Hörbänder. Ich habe ja auch nur ein paar davon. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir mal weiter. Gucken, was hier noch ist. Das Scheißhaus. Mit nichts drin. Tja, wahrscheinlich müssen wir irgendwo erstmal unten hin. Und dann können wir das Ding benutzen. Ist ja möglich, ne? Guck mal, da ist auch noch so ein Teil. Hier ist auch noch eins. Da geht wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich dasselbe. Ah, hier. Da muss ich wohl erst nach unten und den Sprengvorgang da irgendwie erstmal unterbrechen. Sieht zumindest so aus. So, Venti nehmen wir auch noch mit. Laborstation. Gibt es einen Grund, wieso Ihre Nackenhaare sich so aufstellen? Ja. Die Roboterwerkbank hat enormes Potenzial. Nicht einmal Jackson hat es geschafft. Entsperren, Holzkiste. Okay, hier. Zack, auf das Ding. Cool. Und alles mitnehmen. Natürlich. Hm.
doch einfach gehört, oder nicht? Ein Telefon. Und Munition, ne? Ein Ordner. Wenn ich hier auch nicht rum. Hier ist noch was. Abraxo. Oh. Ja, gehen wir mal hier lang. Was haben wir denn hier? Eine Zeitung. Noch ein Terminal. Startsequenz abbrechen. Endlich. Ja, dann können wir gleich auf dem Weg nach oben ja, die anderen Türen wieder öffnen, ne? Mal gucken, was da so drin ist. Aber was soll es hier denn noch geben? Wow. Es könnte ein Gegner in der Nähe, das werden Sie bereuen. Ah ja. Ach was? Nur ein Kratzer. Ersatzteile. Also ich brauche keine Ersatzteile. Wissen Sie, wohin Sie sind? Ah. Kommt der denn her? Der höchstwahrscheinlich. Glaubst aber auch nur du. Mehr gibt's hier nicht, oder was? Kommt denn da runter? Hä? Ach, hier. Müssen hier voll die Bomben noch rumstehen, ey. Ne, von da komme ich runter, oder nicht? Ne. Von da kann man auch runtergehen. Ja, so ein paar Ratten. Oh, guck mal hier. Eine Schalttafel. Nehmen wir auch mit. Ein bisschen Maulwurfsrattenleder hier. Kann man eine schöne Handtasche rausmachen? Hey. Ja. Was hat der? Metallrüstung. R-Bein. Akrobat. Hatte ich das Ding schon mal irgendwo gefunden? Ja, ist möglich. Der hat nichts mehr. Der hat auch nichts mehr. Eine Taschenuhr. Mülldose. Naja. Jetzt braucht. Nicht genug Kram hier rum. Wo führt uns das hin? Wahrscheinlich nirgendwo hin. Das bin ich schon gewesen. Nee, sind wir noch nicht gewesen. Geht's hier hin? Ein Bettchen zum Schlafen. Nee, ich will aber noch gar nicht schlafen.
Ich bin doch gar nicht müde. Hier, Blechdösken. Hier, Bier liegt ja auch noch rum. Bier, ein Stück Seife. Ein Ultra Stimpack. Und doch immer da dies. Und noch eine Holzkiste. Erstmal ein entsperrender Ding. Zack, drauf. 15 Kronkorken. Mhm. Doktor's Back. Oh. Entschuldigung, wollte ich nicht. Das ist eine Lunchbox. Nichts drin. Okay, dann können wir ja hier rumgehen. Bin ich hier noch irgendwas versteckt hinter oder so? Weiß man ja nie. Nee, ist nichts mehr. Okay, dann rennen wir jetzt da rum. Das Ding nehmen wir mit hier, den E-Mail-Eimer. Oh, guck mal da, durch die Wand. Ich hab nichts gehört. Alles im grünen Bereich. Ist irgendwas drin? Nö. Nix. Meine Fresse, was sind da für Tunnel hier? Unglaublich, ey. Und das irgendwo mitten im leuchtenden Meer, wa? Irgend so ein Komplex, ey, wo man noch hier Kilometer weit irgendwo hinlaufen kann. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt reingehen? Da sieht man auch so wieder gleich aufstehen. Wusste ich doch. Tja, auch keine Schnitte mehr. Linkes Bein, Glück. Könnte man eigentlich anlegen? Nein, nicht da rein. Ein paar Kronkorken. Tja, man wartet hier dann auch schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Roboter. Von da kommen wir. Hier runter. Darf ich da nochmal zurückkommen? Hätte ja nicht gedacht, dass ich irgendwo nochmal hinkomme hier, was irgendwo voll am Ende der Welt ist, ey. Ach scheiße, wieder die Klamotten mitgenommen von dem. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja, was meinst du, was ich mach? Dummes Ding. Die Türe ist zu, da komme ich nicht durch. Also gehen wir nochmal hier lang. Oh hier, Fahrstuhl. Kommen wir wieder nach oben oder was? Hier ging es nicht lang, ne? Doch, von da kommen wir ja. Oh, ein Leuchtender. Sitzt da ein Leuchtender drauf. Oh, wie toll. Oh. Ja, die kommt gleich schon wieder nach.
Jetzt kommen wir schon wieder nach oben. Leuchtende Meer? Ich will nicht zum leuchtenden Meer. Ich will eigentlich, auch die anderen Sachen da durchsuchen. Aber also der Ausgang. Okay. Fahren wir da runter. Gehen wir nochmal zurück. Ich hatte ja oben die Tür noch gar nicht besucht, die waren ja zu. Ah ja, gehen wir wieder zurück. Ein kleiner Spaziergang durch die unterirdische Welt. Und ja, so wieder zurück. So, da geht's nicht durch, muss ich also hier lang. Moment mal, hier war ich noch gar nicht. Entschuldigung. Wieso war ich hier nicht? Ich hab übersehen. Was Zimmer können. Bin irgendwie falsch gelaufen. Ach ja, hier. Genau. Hier musst du mal durch. Auch jetzt wieder zurück. Ist das richtig? Ja, hier bin ich richtig. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich wäre falsch gelaufen. Komme ich nicht wieder hoch? Da. Hier rum. So. Wieder ab nach oben und die anderen Türen durchsuchen. Und dann sind wir fertig hier. Da ging es wieder hoch. Hier war nichts. Die Kiste hatten wir da unten. So, aber hier ist nämlich die Tür gewesen, die war nämlich zu. Die konnten wir ja nicht öffnen. Terminal. So, Kapsel Beta Startbericht. Beobachtungskapsel B Bericht. Die schlechten Neuigkeiten. Wir haben alle beim Test verwendeten Mark 28 Einheiten irreparabel beschädigt. Die guten Neuigkeiten. Wir haben einen nahezu unerschöpflichen Vorrat im Munitionslager. Woher kriegen wir diese Dinger eigentlich? Naja, nee, nicht besonders viel jetzt an Informationen. Sollte man meinen. Ja, da müssen wir ja eigentlich gewesen sein. Ich komme ja von da quasi. Also geht das. Ach man, wir haben ja gerade alles ausgerottet. Hier ist alles, hier ist nichts mehr. So. So, hier noch ein Terminal. Kapsel Alpha.
So, Beobachter, Richter Elmsby. Wir haben noch immer Probleme, die Mark 28 Atombomben in unsere vorhandenen Interkontinentalraketen zu integrieren. Hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass der Übergangskoppler nicht richtig einrastet. Ich werde mich an die Wartungsabteilung wenden. Mal sehen, ob die was tun können. Ja, anscheinend konnten sie nichts tun. Holobomben wieder rausschmeißen. Habe ich das Ding da gemacht? Nö. Übersehen? Gibt's ja gar nicht. Ich habe eine Kiste übersehen. Ich? Echt? So, jetzt haben wir doch da oben noch irgendwas gehabt, oder nicht? Ja, ich glaube, das war's. Gibt der Fahrstuhl tut's nämlich auch nicht mehr. Doch. Der fährt bestimmt bis nach unten. Testen wir das mal eben. Was, nach oben? Oh. Ja, wie gesagt, nach oben. Ja, dann, nach oben. Wie nach oben? Bin doch gerade nach oben gefahren. Muss ich nicht verstehen. Aber dann sind wir ja fertig. Wenn wir weiter dieser Strahlung ausgesetzt sind, werden sie noch krank. Ach was. Wie doch hier schon. So, hier hatten wir halt alles. Muss ich mal eben gucken auf der Karte. Eben eine Karte aufrufen, so. Wo denn sind hier? Da unten. Ja, müsste eigentlich schon so gut wie alles gewesen sein. So wie ich das sehe. Was ist denn für ein Zeichen hier? Habe ich das gemacht? Sieht so aus. Ich habe ja noch ein Level up. Wieso habe ich das gar nicht benutzt, ey? Gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. So, Wahrnehmung. Muss man ja eigentlich auch mal ein bisschen erhöhen. Ah. Ja. Schwarze Witwe. Naja, aber ich hatte noch Brauch. Bin ja schon so hoch. Was haben wir hier? Mehr Kronkorken, ja. Ne, ich wollte eigentlich was anderes gemacht haben, wo ich mit angefangen hatte. Wann denn nochmal? Das hier? Genau, hier. Nuklearphysiker. Das ist gut. So, jetzt könnte ich eigentlich quasi nach Hüs. Dann ende ich aus diesem Ding hier raus. Reisen wir mal nach Hause. Und dann ist gut. Und da müssen wir mal gucken. Muss ich jetzt aber nicht wundern, weil ich habe ja ein paar Mods installiert. Was ja auch so ein paar Texturen beinhaltet. Und das könnte jetzt ein wenig anders aussehen da. In meiner Rakete. Ich habe selbst noch gar nicht gesehen.
Ja, so hat mich noch gar nicht gekommen, da mal nachzugucken. Und da rennt da dann alles rum. Den Dreckskerlen vom Institut haben wir es gezeigt, was, General? Ja, habe ich gut gemacht, ne? Das Institut hätte einfach in seinem So, guck doch mal, wie schön es jetzt aussieht. Die Menschheit ist seit den Bomben tief gefallen. Schick, schick, ne? Würde ich sagen. Das rennen die mir alle hinterher hier, oder was? Ja, ich habe auch so ein paar Bubbleheads mal umgeändert. Und wie man sehen kann, habe ich jetzt, weil ich eh sowieso nur selber eine Frau bin, ja, hier im Spiel, habe ich mal ein paar Frauen gemacht. Zup. Wir müssen Forscher und Städten des Schön, ne? aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Ja, das glaube ich auch. So, mehr geht's glaube ich noch nicht hier. Müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen aufräumen und umbauen und so, ey. Ja. Kostet auch wieder einen Haufen Zeit. Ja, schön. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch mal. Ich werde dann mal ein bisschen aufräumen hier mein Inventar. Mal alles verschrotten und so weiter. Wird ja auch ein wenig dauern. Da ich ja so viel hab, also würde ich sagen, danke fürs Zugucken und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.